Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored 2. Letztes Mal hatten wir nicht viel Fortschritt, aber zumindest ein bisschen Fortschritt und wir haben ja nicht die Karte gefunden. Das bedeutet, ich. Moment, ist der rot markiert, wo ich stehe? Tatsächlich. Das ist nützlich auch. Das bedeutet, ab jetzt könnte es vielleicht besser gehen und ich muss gerade mal eine Kleinigkeit ausprobieren. Achso. Die Treppe ist gerade runtergefahren. Okay, das ergibt Sinn. Genau, und da ist jetzt der mechanische Soldat. Und mich würde es interessieren, das würde ich heute gerne versuchen, zuallererst, kann ich den ausschalten? Das kann ich, kein Zweifel. Den kann ich ausschalten, klar. Aber kann ich mich dann durch den... Vordereingang. Wo ist meine normalen Bolzen? Die habe ich gar nicht verteilt. Warum nicht? Ich weiß doch jetzt, dass ich die öfters brauchen werde. Komm auf Nummer 8. Da werde ich sie zwar auch nicht erreichen und trotzdem wieder über das Menü auswählen, aber ein Scherz. Das war schon mal nicht ganz so intelligent. Das war schon mal ein bisschen ungeschickt von mir. Jetzt muss ich vielleicht neu laden. Oh, die öffnen sogar die Türen. Das ist so günstig. Ja, okay, das muss ich neu laden. Mist. Aber es geht, weil ich würde gerne versuchen, ob ich es jetzt wirklich noch schaffe, das Haus auf jetzt zu verlassen, um zurück zum Schwarzmarkt zu gehen und mir neue Betäubungsbolzen zu holen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, auch wenn wir jetzt schon auch einige Gegner ausgeschaltet haben, einige menschliche Wachen, ich werde das Gefühl nicht los, dass einfach noch mehr sind. Nehmen wir das. Ja, da hätte eigentlich gerade die Tür kaputt gehen müssen. Ich würde das da eigentlich gerade irgendwo hinlegen. Auf die Nummer 8 war das. Dreh dich um. Dreh dich um! What? Holy shit, woher wusstest du plötzlich, dass ich hier bin? Alter! Was für ein dämlicher Cheater! Okay, aber ich habe schnelles Nachladen in meiner Armbrust. Vielleicht schaffe ich es, zwei Bolzen so schnell abzuschießen, dass er direkt kaputt geht. Es ist sogar gerade gar nicht mal so blöd, dass ich das hier vielleicht üben kann. Jetzt sehe ich nur vielleicht mal eher zwischen den Parts machen sollen, wenn ich da jetzt ein paar Mal öfters versuchen muss. Weil ich das auf jeden Fall in Genoshs Labor brauchen werde. Und naja, dann werde ich es irgendwie einigermaßen können müssen. Oder mir muss eine andere Methode einfallen, falls das hier nicht geht. Ich muss das mal hier. Spart ein bisschen Zeit. Darf nochmal anmerken, dass ich dieses Haus sau cool finde? Hallo? Tschüss. Hallo? Tschüss. Hallo? Dreh dich um. Besten Dank. Verdammt. Ja. Okay, das kann gehen, aber da muss ich sau gut zielen. Oder ich muss halt echt vorsichtig vorgehen und den. Ach, scheiße. Ich glaube,
glaube, dass das geht. Ich bin mir sicher, dass das geht. Ich habe es ja schon einmal geschafft. Aber der hatte sich nicht umgedreht. Der hat es nicht mal mitbekommen, als ich ihm das zerschossen hatte. Wieso kriegt der hier das mit? Wenn er das sagt, jeder Besucher ist ein Test, dann weiß der Mechanische scheinbar, wo ich bin. Was ich irgendwie unfair finde. Ganz vorsichtig. Da ist er, okay. Jetzt weiß er komischerweise gerade nicht, wo ich bin. Das ergibt in meinen Augen recht wenig Sinn, aber wen interessiert. Ich weiß zwar nicht, wieso das jetzt kaputt ist, aber. Ich bin da offenbar irgendwie gegengeschlittert, das wollte ich nicht. Wo ist der jetzt hingerannt? Wo ist der jetzt hingerannt? Da ist er ja. Dies weist auf ein eingeleitetes Suchprotokoll hin. Er scheint gerade den Moonwalk zu machen, das ist auch interessant. Und sag mir bitte nicht, dass er sich da festgepackt hat, wo er gerade ist. Wiedergabe für Suche beenden. Spiel, du hast es jetzt nicht geschafft, den da festzubacken, oder? Immer noch Leerlauf. Laden Sie die zweite Spule wieder auf. Der hängt irgendwo dran fest, ich kann nicht genau erkennen, wo. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Neue Hä? Diagnoseschleife. Die Maschine stellt diese eine Unklarheit. Oh, diese dämliche Tür ist nicht wieder zugegangen und der kann daran festhängen. Von dieser kleinen Kommode. What the fuck? Alter, das ergibt wenig Sinn in meinen Augen. Eigentlich ergibt es überhaupt keinen Sinn. Die Tür würde ja in der Theorie einfach zuschwingen. Aber gut. Was aber das für Scharniere sind, die sollte man mal ölen. Weil sie offensichtlich komplett festgerostet sind. So. Nur falls es sein muss. Ich glaub's nicht, ey. Ich fühle mich verarscht. Okay, es geht. Es geht. Es geht. Ich kann die Bolzen so schnell verschießen, dass die ihn eigentlich beide erwischen würden. Ich muss jetzt halt nur noch beide treffen. Ich hatte, ich weiß nicht, hatte ich die Armbrustpräzision erhöht? Falls nicht, wäre das dringend fällig. Falls doch, ist alles im grünen Bereich. Ja, doch nicht. Also auch wenn die Armbrustpräzision erhöht ist, reicht es scheinbar nicht aus. Der zweite Bolzen ist gerade einen halben Meter tiefer geflogen. Es
gibt's so nicht. Wie soll ich die denn ausschalten? Das geht aber. Kein Problem, nur den Arm wegschießen, aber hinten die Schwachstelle treffen, das geht nicht. Es tut mir quasi jetzt schon leid, dass in diesem Part nicht viel passieren wird, aber ich muss rausfinden, wie man diese blöden Drecksteile bekämpft. Ich kann das nämlich offensichtlich nicht. Ach komm, der hätte doch treffen müssen. Das wird lustig, wenn wir nachher bei Jindosh im Labor sind. Da wird es nämlich genauso laufen. Immer schießen, okay, hat nicht gereicht. Laden, schießen, okay, hat nicht gereicht. Laden, schießen und so weiter. Das war ein Volltreffer. Ich habe genau den scheiß Tank hinten drin getroffen. Ich würde es ja auch anders machen, wenn es ginge, aber... Na, es geht ja quasi anders. Klar, sehe ich so auch ein. Aber zum einen brauche ich ein bisschen Munition, deswegen will ich den sowieso aus dem Weg haben, damit ich hier besser raus und reinkomme. Zum zweiten, wie gesagt, ein bisschen Training quasi. Könnte helfen. Okay, also die Armbrustpräzision ist doch ein bisschen scheiße. Das Ding streut ganz schön stark. Auf die Distanz zumindest. Auf kürzere Distanz wird es wahrscheinlich nicht auffallen. Aber ich könnte gerade versuchen, hinter dem Roboter herzuschleichen. Das kann ich im Labor nicht machen, aber hier. Auch wenn ich sein Bewegungsmuster nicht kenne, was mich wahrscheinlich dann umbringen wird. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Ja, sag ich doch. Hallo. Jeder Besucher ist ein Test für den Mechanischen. Und jeder Test macht sie am Ende. Stirb. Du gehst mir auf den Sack. Stirb. Geh kaputt. Ach Mann, ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Ich darf jetzt kurz mal anmerken, übrigens, dieser Part läuft seit fast 13 Minuten. Und wir haben uns 2 Meter bewegt oder so. Es ist zwar anstrengend, auch für mich. Aber wenn es kein Let's Play wäre, würde ich genauso spielen. Ich will raus! Ich will... Raus, trifft eigentlich ganz gut. Ich will raus aus diesem Haus nochmal kurz und ich will diesen scheiß Soldaten da weg haben. Alter, noch mehr im Weg stehen als der kann man aber auch nicht. Gibt es nicht irgendwo, weiß nicht, zentral Abschalthebel für die ganzen Drecksteile? Allgemeiner Ordnungsmodus. Die Maschine läuft gerade gut. Explosionsraster auslösen. What? Ich treffe seine Rückenplatte und er rennt erstmal 3 Meter nach vorne. Okay. Das sah komisch aus. Wobei diese 3 Meter wären nicht genau, was ich bräuchte, um mich in eine andere Position zu teleportieren. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Ich glaube, ich werde diesen Part deutlich überziehen, einfach weil bisher nichts passiert ist und ich selbst gerne ein bisschen Fortschritt hätte. Jeder Besucher ist ein Test für den Mechanischen. Und jeder Test macht sie am Ende. Ich hab dich. Ich hab dich aber getroffen, das ist gut. Dann funktionierte das, also das, was ich vor Ort hatte, funktioniert. Nur der Rest nicht. Er hat mich natürlich trotzdem gesehen. Großartig. Großartig.
Machen wir es nochmal so, auch wenn ich das echt scheiße finde. Das Dumme ist vor allen Dingen, ich könnte den Soldaten so gut hier in diesem Gang killen. Aber dann wacht der andere am Ende des Gangs auf. Und den kann ich, ja, ich kann ihn überbrücken mit dem Kabelwerkzeug, aber das macht es irgendwie nicht besser. Ich müsste jetzt wirklich warten, bis der jetzt zurückkommt. Ich kann aber... Moment mal. Ah gut, ich dachte kurz, die Platte wäre noch dran. Der Übergang beginnt hier. Suche beenden. Ach, jetzt drehst du früher um? Du bist auch ganz schön wählerisch, was du machst, kann das sein? Scheißteil. Jetzt mal bist du nur einen halben Gang weitergerannt. Und ich speichere hier nochmal. Okay. Nicht so. Es kann aber funktionieren. Das kann irgendwie funktionieren. Wenn er auf dem Rückweg ist, muss ich... Ja, quasi nur noch treffen. Hm, toll. Was eine Aussage. Moment, wieso drehst du jetzt um? Gehst du gefälligst wieder auf deinen Standardposten zurück? Och nee, jetzt aber nicht. Die Maschine stellt hier keine weiteren Probleme fest. Ich hasse dieses Spiel ein bisschen dafür, dass Gegner sich nie zweimal gleich verhalten. Dass die Gegner immer resettet werden, wenn ich das Spiel lade. Also komplett der Zustand der Gegner quasi. Das ist ein bisschen ungünstig. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Speichern. So, er ist wieder in der Haupthalle, er hat keine Rückenplatte mehr. Ein gezielter Bolzen kann ihn ausschalten. Neue Diagnoseschleife. Falls ich treffe. Ach stimmt, ich kann noch näher ranzoomen. Die Maschine hat etwas entdeckt. Dies weist auf ein eingeleitetes... Tja, ich treffe allerdings nicht. Was schon bei zweiter Zoomstärke ziemlich heftig ist, immer noch daneben zu schießen. Wisst ihr, als ich die mechanischen Soldaten im Trailer gesehen habe, dachte ich mir, geil. Und jetzt, wo ich sie hier im Spiel denke ich mir so, geil. Verpisst euch. Die Dinger sind so cool und so ätzend. Wiedergabe für erfolgreiche Ordnung. Das gibt's doch wohl nicht. Verdammt! Wieso trifft das nicht? Dieser scheiß mechanische Soldat unten bei Sokolov, dem habe ich zwei Bolzen in den Rücken geballert und beide saßen beim ersten Versuch. Ich fühle mich verarscht. Ich bin kurz auf einer Haftgranate nach dem Typen zu schmeißen. Nicht, dass das eine gute Idee wäre, aber ich bin kurz davor, es zu tun. So ein Scheiß. Ich wollte gerade die Zoomstärke ändern. Das liegt auf F. Hebel benutzen liegt auch auf F. Gut gemacht, Spiel.
Ich überziehe heute gnadenlos. Wir haben bisher nichts erreicht. Ich steh wirklich noch genau da, wo ich am Anfang stand. Na endlich! Speichern, verdammt! Und zwar richtig! Das hat 20 Minuten gedauert, diesen einen Roboter auszuschalten. Jetzt stelle ich gleich fest, dass es nichts gebracht hat, weil ich nicht rauskomme oder so ein Scheiß. Doch, es geht. Gott, es funktioniert. Danke. Ich krieg's Kotzen. Jetzt kann ich zurückgehen, mir Muni holen und weinen. Yay, und im Labor waren ja nur, ich weiß nicht, 2, 3, noch mehr von denen? Was kann da schon schief gehen? Tschüss, Jindosh. Auf nimmer Wiedersehen, wünschte ich. Zum Unteren. Yay, Achterbahn! Ich kann mich gerade nicht mal darauf freuen. Ich bin einfach nur... Ich bin ganz ehrlich einfach nur froh, dass dieses blöde Drecksteil kaputt ist. Und nicht mehr aufsteht. Ich frage mich gerade allen Ernstes auch, wie das in einem Genocide Run aussehen würde. Wenn ich alle Gegner umbringe, hätte ich auch kein Problem damit, die mechanischen Soldaten zu killen. Da habe ich sowieso kein Problem mit, da die auch nicht als Kills gelten. Aber was ich mich gerade frage... geht das wohl irgendwie besser? Ich meine, klar, dann könnte man sich von denen locker sehen lassen. Das wäre jetzt nicht schlimm. Wobei, dann wäre es sogar wirklich ziemlich egal. Weil zum einen wäre es mir egal, wenn die mich sehen. Zum anderen könnte ich die vor allem manipulieren, dass sie für mich kämpfen und dann meine Gegner mit mir umbringen. Das wäre vielleicht einfacher. Es ist immer schön, sie zu sehen. Naja, immer gerne doch. Gib mir Betäubungsbolz und zwar alle, die du hast. Es war mir eine Freude. Wir haben zwei Gnade Bolzen. Kabelwerkzeug. Hast du gar nicht? Komisch. So Gegenstände. Ja, aber du hast kein Kabelwerkzeug. Oh, das ist schade. Ich habe Pläne zum Verbessern ihrer Ausrüstung. Kannst du die Präzision nicht noch ein bisschen weiter pushen? Das wäre echt mal wichtig. Vor 10 Jahren war alles viel besser. Ja. Bleiben Sie in den Schatten. Das ist mein Rat. So, neue Bolzen. Erstaunlich, ich fühle mich tatsächlich irgendwie erschöpft nach diesem einen einzelnen Gegner. So, wieder hoch zum Maschinenhaus. Aber eine Sache ist eigentlich jetzt wirklich gut zu wissen. Völlig egal, was ich jetzt an Munition und so darin verbrate. Solange ich noch Geld habe, kann ich jetzt jederzeit zurück zum
zum Schwarzmarkt und mir Nachschub holen. Weil die Eingangshalle frei ist. Und ich also nur in diesen Gang zur Eingangshalle kommen muss. Wobei, warte mal. Wenn da jetzt soweit alles frei ist, könnte ich eigentlich sogar schon wirklich mal versuchen, Sokolov da rauszuholen. Weil eigentlich sollten dann jetzt ja keine Wachen mehr zwischen mir und ihm stehen. Ich wollte zwar jetzt eigentlich erst Jindosh holen. Allerdings ist das irgendwie sogar wirklich Quatsch. Mir fällt auf, ich hätte genau diesen einen Soldaten, glaube ich, so oder so killen müssen. Ne? Ich muss ja mit Sokolov hinterher hier raus. Und ich glaube, ich kann nur den Haupteingang nehmen. Naja. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich jetzt tatsächlich wieder mit dem Satz vergessen, wegen dieser Erkenntnis. Egal. Ach genau, ich wollte ja eigentlich erst Jindosh holen, aber für den muss ich ja eh noch rausfinden, wo dieser komische Elektrostuhl ist, den er gebaut hat. Ich renne jetzt gerade mal ein bisschen unachtsam hier durch. Ich würde übrigens gerade auch versucht, den da kaputt zu machen. Geht das eigentlich so? Das fehlt mir, wenn die da so stehen. Wenn die einfach nur da stehen, finde ich, müssten wir die Chance haben, die einfach so auszuschalten. Finde ich eigentlich ganz nice. Und es müsste ja nicht gehen. Man könnte vielleicht das Schwert dahinter bekommen, dass man dann mit einem gezielten Stich die sofort ausschaltet. Wäre etwas, was ich eigentlich ganz angenehm fände. Es laufen wirklich genug hier rum, auch wenn es nur wenige sind. So, ich habe Muni. Ich speichere nochmal. Dann holen wir uns. Ups. What the fuck war das jetzt? Ladevorgang? Bin ich gerade irgendwie auf F6 gekommen oder was? Wahrscheinlich beim Speichern oder so. Aber erstaunlich, dass er dann so lange braucht, um das auch zu laden. Okay, ich habe gerade quasi gleichzeitig gespeichert und geladen. Nur kam das Laden leicht verzögert. Den bringe ich heute nachher raus. Jetzt bin ich dafür, dass du mich in Ruhe lässt. Ich schulde Jindosh einen Besuch. Ja. Wir schulden Jindosh einen Besuch. Und ich muss dazu sagen, ich bin mittlerweile sehr, sehr versucht, Jindosh einfach umzubringen. Weil ich ihn nicht mehr mag. Gut, ich mochte ihn noch nie so richtig, aber... Mögen wäre das falsche Wort. Er hat diese mechanischen Soldaten entwickelt. Dafür gebührt ihm auf jeden Fall Respekt, aber... Nein. Ich mag ihn nicht. So, ich hab Sokolov. Dem gehen wir jetzt schön hier zu diesem Fahrstuhl, fahren eine Etage nach oben und uns wird einfach nichts auf dem Weg begegnen. Klingt das nach einem Plan? Ja, finde ich super. Falls doch, werde ich wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, wo ist meine Pistole? Auch blöd, ich meine, es ist offensichtlich, man muss den hier ausschalten. Das sehe ich auch absolut ein. Dass es nicht reicht, den Dings rauszunehmen, stört mich dann wieder. Den Waldöltank, dass ich ihn offensichtlich jetzt irgendwie trotzdem überbrücken musste. Das ergibt nämlich überhaupt keinen Sinn für mich. Ich hoffe, dass es irgendwie nur ein Bug oder sowas ist. Ernsthaft? Zwei neue Soldaten im Eingangsbereich? Willst du mich ja nicht verarschen, Jindosh? Sokolov, mach Platz. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die
will er die ganze Zeit versuchen, eigentlich keine Kills und auch nicht gesehen werden. Ich bin gerade kurz davor, auf das Nicht-Gesehen-Werden zu scheißen. Zwei neue Soldaten im Eingangsbereich. Ich wollte eigentlich Sokolov heute noch hier rausschleppen. Ich glaube, daraus wird nichts mehr. Oh, das werden die beiden Soldaten sein, die vorher oben standen. Scheiße, die hätte ich vielleicht vorher wirklich. Die hätte ich vielleicht ausschalten können vorher irgendwie. Nicht auf meine Seite ziehen oder irgendwie. Keine Ahnung. Egal, ich gehe jetzt weinen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.